Ja, so, ja? Ich mach vor. Und jetzt geht's weiter. Auf Kommando, los. Los! Jawohl! Und der Horst kommt mal vor und macht Solo hier, ja? Ich bin Wolfsi, der Armbruster und wohne in Freiburg im Breisgau. Zurzeit bin ich in Neustadt im Schwarzwald, wo ich im Haus des Jugendfreizeitwerkes meine Ferien verbringe. Wir sind zusammen 17 Jungs im Alter von 11 bis 15 Jahren. Den Tag fangen wir morgens um 8 Uhr mit Frühsport an. Da turnt der Herr Geisler mit uns. Das ist ein Student, der uns betreut. Der Frühsport dauert meistens so 5 Minuten und dann haben wir auch entsprechenden Hunger. Nach dem Waschen und Anziehen frühstücken wir alle zusammen. Es gibt Kakao oder Kaffee, Brot, Butter und Marmelade. Beim Frühstück wird dann der übrige Tagesablauf eingeteilt. Wer hat heute Küchendienst? Wir beide. Gut. Also du und du. Ihr wascht das hier auf, ja? Ja. Drei von uns machen jeden Tag Küchendienst und zwei Stubendienst. Sein Bett macht jeder selber und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass der Schlafsaal immer in Ordnung ist. Wenn im Haus alles sauber ist, können wir draußen spielen, auf der Wiese vor dem Haus oder wir machen Wanderungen. Wir waren schon auf dem Hochfirst, am Titisee und in Lenzkirch. Und wenn gutes Wetter ist, gehen wir auch ins Schwimmbad. Leider aber regnet es sehr viel und da ist es ein Glück, dass wir unser kleines Spielzimmer haben, in dem wir uns beschäftigen können, wie wir wollen. Abends vor dem Schlafengehen liest uns Herr Jüliger immer noch ein Stückchen vor. Doch Schluss für heute da, jetzt geht ja bitte rauf. Nun darf ich Ihnen vielleicht noch ganz kurz sagen, was dieses Jugendfreizeitwerk Schwarzwald eigentlich will. Es wurde vor knapp 2 Jahren gegründet und hat die Aufgabe, Jugendliche, die nirgendwo organisiert sind, aufzunehmen und ihnen in ihrer freien Zeit, mit der sie recht oft nicht viel anzufangen wissen, eine gesunde und gute Möglichkeit zu bieten. Aber wir haben nur dieses eine Haus hier in Neustadt. Sie sehen hier das Modell davon, wie es sein könnte. Wir haben das Haus, wie es ist, ein landwirtschaftliches Anwesen, aus unseren spärlichen Mitteln erworben. Wir haben etwa 1100 Mitglieder, die mit ihren Beiträgen und ihren Spenden die ganze Sache hochhalten. Und wenn wir einmal so weit sind, dass das Haus so aussieht wie hier auf dem Modell, dann können wir 100 Leute unterbringen. Aber dazu braucht es viel Hilfe und ich darf vielleicht auch sagen, wir können jederzeit viel Geld brauchen.